gebaut haben durch irgendwelche Irrtums, gewinnbringenden Irrtumsgeschichten. Und dann hat er den Leuten angefangen, Bestattungsutensilien zu verkaufen. Vielleicht auch, und dann, ihr müsst den Grabbeigaben mitgeben. Ja, denn es ist ja so, der Händler, der die Leute nicht manipuliert, der ja seinen Laden bald schließen muss, weil er kaum Umsatz macht, weil er gegen den nicht anstinken kann, weil der ihn auskonkurriert und im marktwirtschaftlichen Wettbewerb auskonkurriert sozusagen, weil er viel mehr verkauft und deswegen den platt machen kann. Dieser Händler, der den Menschen keine Gehirnwäsche verpasst, warum sollen die kaufen die Güter ihm ab, die sie brauchen, aber die tun doch nicht Güter kaufen, um sie dann als Grabbeigabe in irgendwelche Gräber zu tun. Während der hier mit seinen gewinnbringenden Irrtümern, die ihm immer wieder einfallen, diese gewinnbringenden Irrtümer, die Menschen dazu manipulieren, dass sie denken, sie müssten den Toten irgendwelche Grabbeigaben mitgeben, sozusagen, dadurch kann der natürlich ganz viel mehr verkaufen, weil er ja sozusagen nicht nur an die Lebenden verkaufen kann, sondern auch an die Toten verkaufen kann. Das ist doch ein super tolles Geschäftsmodell, ja? Also auch unsere ganze Bestattungsindustrie, dass man kann nicht nur Waren an Lebende verkaufen, sondern Waren auch für Tote verkaufen. Das ist doch der Hammer, ne? Das ist die freie soziale Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall. Das ist der Wahnsinn, ja? Anstatt dass wir, wie dieser Professor, der Cradle to Cradle entwickelt hat, jetzt fällt mir der genaue Name nicht ein, aber der Professor, der also Cradle to Cradle entwickelt hat, ja, der hat das ja richtig angedeutet. Die Toten gehören auf die Felder. Das sind Kreisläufe. Das ist völliger Wahnsinn, dass wir ständig aus unseren Böden Ressourcen entnehmen, aber nichts mehr zurückgeben. Weder unsere persönlichen Ausscheidungen wieder zurückgeben, noch unsere Körper zurückgeben. Dabei gehören die dahin. Wir können doch nicht immer aus den Böden nur etwas wegnehmen. Dann werden doch die Böden völlig leer und dann kommt die chemische Industrie und verkauft uns Chemie-Sondermüll, den wir dann in die Böden tun und dann wird alles immer giftiger, ne? Und dann werden wir alle immer noch schneller krank, ne? Das ist doch alles Wahnsinn, ja? So. Weiter geht's gleich im nächsten Video. Ja, die Videos gehören zusammen. Weiter geht's gleich, ne?